Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mechanism Tutorial. In dieser Episode soll es um das Ore-Processing X5 gehen und das bedeutet, dass wir aus einem einzigen Eisenerz insgesamt 5 Iron Ingots herausbekommen zum Beispiel und das wollen wir jetzt in dieser Episode einmal entsprechend umsetzen. Dafür brauchen wir zum Beispiel den Chemical Dissolution Chamber, das ist der Ausgangspunkt für das Ore-Processing X5, wenn man das halt so möchte. Der benötigt allerdings einen relativ großen Schwanz an Maschinerie, damit er läuft. Wir gucken mal rein in die Maschine. Das bedeutet, wir produzieren aus Sulfuric Acid und einem Eisenerz. Das heißt, da kann ich mal einfach mal hier ein Eisenerz einfach mal hier reinpacken, zum Beispiel in unsere Kiste. Produzieren wir Tutti Slurry und das ist eine zusätzliche, es ist so schlammmäßig, kann man ja sagen. Und das wird dann halt im Grunde genommen im Chemical Washer dann weiterverarbeitet. Aber gut, gucken wir uns erstmal an, wie wir Sulfuric Acid heranbekommen. Da habe ich mir Folgendes dazu überlegt. Ausgangspunkt bei mir ist ein Electrolytic Separator, der aus der Flüssigkeit Wasser, über eine Pump zum Beispiel, permanent versorgt wird mit Wasser und daraus Hydrogen oder beziehungsweise Oxygen herstellt. Hydrogen wird abgepumpt. Das Oxygen wiederum wird im Pressurized Reaction Chamber weiterverarbeitet mit Wasser aus derselben Pumpe. Und mit einem Block of Coal wird das wiederum zu Sulfur-Dust weiterverarbeitet. Da sehen wir auch schon entsprechend das einmal das Rezept, also Block of Coal und wird zu Sulfur-Dust. Hier ein kleiner Hinweis, bei der Produktion wird noch Hydrogen hergestellt. Entweder verwertet man das dann in seinem Inventory-System, ich für meinen Teil pumpe es hier einmal ab in einem Creative Infinity Tank, weil ich das hier in meiner Teststellung nicht benötige. Ansonsten gerne auf jeden Fall weiter nutzen, das Hydrogen. Ansonsten, wie schon gesagt, wir haben jetzt hier unser Sulfur-Dust. Das ist hier auch schon, wird hier auch schon weiterverarbeitet gerade im Chemical Oxidizer. Das ist einfach nur eine ganz normale Maschine, die verschiedene Sachen weitercraftet. Und daraus entsteht Sulfurdioxide, also im Grunde genommen Gas. Deswegen auch entsprechend mit einer Basic Pressurized Tube zusammengebaut. So, dann kommen wir zu Schritt Nummer 4. Haben wir wieder einen Electrolytic Separator, der wieder Wasser benötigt und der produziert wieder Oxygen. Wie schon gesagt, wenn man dann irgendwie mal Tanks zusammen hat, dann ist das ja auch alles überhaupt kein Problem. Dann kriegt man das, kann man da einfach auf die Tanks dann zugreifen. Ich selber habe jetzt hier verschiedene Electrolytic Separator mit eingebaut in die ganze Maschinerie. Okay, gut, auf jeden Fall haben wir hier Oxygen und halt unser Sulfurdioxid. Und das wird im Chemical Infuser zu Sulfurtrioxid zusammengemixt. Sind wir immer noch bei einem Gas und das wird weitergeleitet und weitergeschickt mit dieser Pressurized Tube zum Chemical Infuser. Und da gucken wir einfach mal rein. Das heißt, wir haben dieses Sulfurtrioxid, nämlich das rote, und wir brauchen des Weiteren brauchen wir noch Wasserdampf. Und dieser Wasserdampf kommt durch einen Rotary Condensator. Da wird aus Wasser Wasserdampf hergestellt, sodass wir hier immer eine Wasserdampfversorgung haben. Sodass wir dann hier einmal Sulfuric Acid haben. So, jetzt haben wir uns endlich nach 7 Schritten unser Sulfuric Acid. Jetzt im Zusammenspiel mit unserem Eisenerz, also kann ich hier nochmal was reingeben, wird dann Dirty Slurry hergestellt. Dieses Dirty Slurry wird gewaschen im Chemical Washer zu Clean Slurry und als finalen Schritt im Chemical Crystallizer weiterverarbeitet. Und nämlich hier, ihr seht hier Clean Iron Slurry und dieses wird weiterverarbeitet dann zu Crystals. Dann können wir hier mal den Prozess nochmal abwarten. Das heißt, ihr seht hier ganz kurz, war da was da, da landet es jetzt gerade, ist auch hier schon weiterverarbeitet und so weiter und so fort. Dann habe ich hier eine unterirdische Pipe gelegt. Die kommt nämlich hier bei dieser Kiste einmal heraus. Wenn wir uns einmal angucken, das heißt, wir haben jetzt hier
10 Iron Crystals. Und sagen wir es mal so, aus einem einzigen Eisenerz kommen insgesamt 5 Stück. Also ich habe da jetzt gerade ein paar reingelegt. Ihr werdet sehen, da müsste jetzt gerade noch mal ein bisschen was verarbeitet werden. Zum Beispiel dieses Clean Iron Slurry. Also ich habe da jetzt insgesamt 3 Stück reingelegt. Also kommen da insgesamt 15 Stück am Ende bei raus. Also 5 Stück kommen, wenn ich jetzt ein Eisenerz verarbeite, kommen 5 Iron Crystals heraus. Und diese Iron Crystals werden dann im Ore-Processing X3 weiterverarbeitet. Das bedeutet, wir brauchen zum einen den Chemical Injection Chamber. Und der Chemical Injection Chamber macht dann das Ore-Processing X3. Also da auch gerne nochmal einfach in die Playlist schauen zu Mechanism, denn da ist nämlich auch das Ore-Processing X4 meine ich, mit verlinkt auf jeden Fall. Und daraus werden dann Shards hergestellt zum Beispiel, und diese Shards werden dann hier weiterverarbeitet dann zu Clumps. Die Clumps wiederum werden weiterverarbeitet zu Dirty Dust. Das Dirty Dust wird dann zu ganz normalen Dust weiterverarbeitet. Sieht man hier Dirty Iron Dust. Und dieses Dirty Iron Dust wiederum wird zu ganz normalen Ingots weiterverarbeitet. So dass wir hier am Ende dann eine Chest haben, wo wir aus unserem, wir haben jetzt hier bisher 4 Stück drin, wo wir aus unserem einem einzigen Eisenerz, was wir hier an der Stelle reingepackt haben, und dann über diese gesamte Prozesskette, also das ist wirklich schon sehr, sehr erweitert, das Ganze, erhalten wir dann, müssen wir mal gucken, wo an welchem Steppen wir hier sind. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Erhalten wir dann insgesamt 5 Iron Ingots. An der Stelle war es das von dem Video. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Für Fragen gerne in die Kommentare. Bis demnächst. Ciao.